Michael fragt Pete Smeed: Was haltet ihr von Lootboxen und habt ihr schon mal Geld für Lootboxen ausgegeben? Lootboxen im Sinne von, also es gibt ja diese Lootboxen, wo dann so Stuff drin ist. Merchandise-Lootboxen? Oder meint ihr Lootboxen im Sinne von, ich kaufe mir bei Counter-Strike-Lootboxen und habe dann im Zweifel ein Knife drin? Wenn ja, dann habe ich natürlich schon mal Geld ausgegeben für Counter-Strike, auch für PUBG. Oh, aber nicht so allzu viel, ehrlich gesagt, weil kommt eh nie, ich habe eh immer Pech, was das angeht. Also, eigentlich ist es Geldverschwendung. Aber Skins sind schon geil. Lootboxen nicht direkt, aber Packs sind ja im Endeffekt das Gleiche. Und bei FIFA Ultimate Team habe ich schon so viel Geld reingesteckt. Ja, also Halleluja. Da können andere sich ein Haus von bauen. nee, aber Spaß beiseite. Ich habe da schon viel zu viel Geld reingesteckt. Und eigentlich ist es scheiße, weil man wird immer verarscht. Die Chance ist immer viel zu gering, sodass man immer mehr Geld ausgeben muss, als es vielleicht gut sein sollte. Also im Verhältnis zu, was ich für das Spiel bezahle, muss ich noch viel mehr Geld reinstecken, um wirklich das ganze Game oder die ganze Möglichkeit auszuschöpfen. Zum Beispiel nehmen wir mal FIFA, um jetzt einen Ronaldo und einen Messi zu bekommen, muss ich super viel Geld reinstecken, um den überhaupt zu bekommen. Also das Spiel kostet 60, 70 Euro, aber ich muss dann unendlich viel mehr, also vielleicht eher so 1000 Euro ausgeben, damit ich dann eine Karte von diesem Spieler bekomme. Und dann habe ich immer noch nicht ein ganzes Team. Und das ist, finde ich, unverhältnismäßig, aber irgendwie funktioniert das trotzdem. Ich weiß nicht, warum. Also, Moment. Lootboxen habe ich schon Geld für ausgegeben, ja. Halte ich so lange eigentlich für eine okaye Sache, solange man sich die halt auch ganz normal im Spiel erspielen kann. Solange es die nur für Geld gibt, finde ich das ziemlich kacke. Aber sonst, solange man sich die, wie gesagt, erspielen kann, ist das schon in Ordnung. Ich halte überhaupt nichts von Lootboxen, ja, habe aber schon Geld dafür ausgegeben, und zwar bei Counter-Strike. Geht aber nur um Skins in dem Fall. Also nichts, was den Spielverlauf verbessert oder einen das Spiel leichter macht oder sowas. Das war die Zeit, wo man noch mit Skins wetten konnte. Und dann fand ich das alles ganz aufregend. Das war eine kurze Phase, die hat sich aber relativ schnell wieder gelegt. Und mittlerweile gebe ich kein Geld mehr für Lootboxen aus. Es gibt ja zwei Arten von Lootboxen. Einmal diese Dinger, die man halt nach Hause kaufen kann, ja, wo so random Stuff drin ist. Dann nein. Lootboxen, die quasi in-game sind. Dann ja, zum Beispiel habe ich schon gemacht bei Hearthstone. Da habe ich auch Geld dafür ausgegeben. Und bei League of Legends habe ich schon gemacht. Also es gibt ein paar Games, die ich schon gemacht habe. Ja.